Die Voraussetzung für eine CO2-neutrale E-Mobilität ist eine nachhaltige Stromproduktion mit den vier Elementen, die uns die Natur schenkt. Man muss sie nur zu nutzen wissen. Die Sonne ist der größte und wichtigste Energielieferant, der das Leben auf der Erde erst möglich macht. Ein riesiger Spiegelpark reflektiert das Licht der Mittagssonne und bündelt die Strahlen auf einen Solarabsorber dieses Kraftwerks in Spanien. Viel Platz und günstige Windverhältnisse schaffen perfekte Bedingungen für Windparks, wie hier in Deutschland und in Italien. Genug sauberer Strom für Tausende von Haushalten. Seit vielen Jahren erzeugen beim Kraftwerk Birsfelden riesige Kaplan-Turbinen Strom für einen Großteil der Region Basel. Nebst Sonne, Wind und Wasser kann auch das brachliegende Holz aus der Region, welches vor Ort zu Holzschnitzeln verarbeitet und dann zu einer der Wärmeverbundanlagen transportiert wird, genutzt werden. Die nachhaltige Produktion von Strom ist für einen Energieversorger sehr wichtig. Und der reibungslose Betrieb des Stromnetzes steht immer an oberster Stelle. Daher wird großer Wert darauf gelegt, dass dieses Stromnetz laufend modernisiert und dabei auch der zukünftige Strombedarf berücksichtigt wird. Dadurch kann eine optimale Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Für das Engagement beim Bau einer zukunftsorientierten Infrastruktur arbeiten verschiedene Menschen zusammen, die alle gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Es ist dieser Teamgeist, dieses eingespielte Miteinander über verschiedene Disziplinen, welche den Erfolg ausmachen. Damit Elektromobilität aber flächendeckend funktionieren kann, müssen wir unser Stromnetz auch für diese Herausforderung vorbereiten, sodass jede Ladestation oder jedes Elektrofahrzeug immer Strom hat, wenn es Strom braucht. Ein besonderes Augenmerk legen wir hier dabei auf die grossen Lastspitzen, die entstehen können, wenn sehr viele Elektrofahrzeuge am Morgen oder am Abend sich an die Ladestationen anschließen. Eine Woche mit den E-Fahrzeugen ist wie im Fluge vergangen. Sicher hat auch das sonnige Spätsommerwetter dazu beigetragen. Wir sind gespannt auf das Fazit unserer Fahrer. Für mich war es eine ganz geniale Woche gewesen. Die wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Ich habe sie so richtig genossen. Und ja, man muss sich fast überlegen, ob man das Auto zurückgeben will. Aber am liebsten würde man es fast behalten. Ja? Nein, es ist einem wirklich ans Herz gewachsen. Das Fazit für mich von dieser Woche ist, es war nicht nur ein Experiment, wie es sich anfühlt, zu fahren mit dem Elektromobil. Es war schon ein Experiment, wie die Leute damit umgehen, wenn plötzlich alle anderen auch gleich umeinander fahren. Und es ist etwas, was die Leute zusammenbringt. Und es ist wie bei einem kleinen Bub, der ein neues Spielzeug bekommt. Ich habe mich selber wieder erkannt dort und ich glaube, es ist vielen anderen so gegangen. Die Entwicklung von neuen Technologien nimmt mit einem rasanten Tempo zu. Häuser werden immer moderner und werden sich in Zukunft weiter wandeln. Das Haus wird in Zukunft nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern es wird mit der Außenwelt kommunizieren und sich selbstständig den äußeren Umständen anpassen können. Durch die verdichtete Bauweise und die Ausdehnung der Siedlungsgebiete in Gefahrenzonen sind die Behörden wie auch die Planer gefordert. Um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, müssen Gebäudeversicherungen Trends frühzeitig erkennen und sich entsprechend weiterentwickeln.
Experiment an Wiel wurde präsentiert von EBL.